Ihr habt den Titel richtig gelesen. Wir kriegen ein neues Poppy Playtime Game und das noch dieses Jahr. Und dazu ist es auch noch ein Multiplayer Game, Leute. In dem Video hier zeige ich euch jetzt alles, was wir bereits wissen, alle Infos, die wir bekommen haben. Und wir haben direkt auch ein Rätsel gekriegt. Aber ich glaube nicht, dass wir das lösen können. Aber vielleicht könnt ihr es lösen. Aber wir schauen uns jetzt hier erstmal das erste Bild an, Leute. Wenn euch die Poppy Playtime Videos gefallen und ihr gehypt seid auf ein neues Game oder auf Kapitel 3, lasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, damit ihr keine Videos verpasst. Und wir schauen jetzt mal. Das hier ist der offizielle Twitter-Post, den wir von Mob Games bekommen haben. Und das ist der Text, der dabei steht. Kannst du es sehen? Gib uns ein Zeichen. Wir freuen uns, euch unser nächstes Game vorzustellen. Project Playtime kommt dieses Jahr zu Steam. Dieses Jahr noch im Dezember, Leute. Dieses Jahr im Dezember. Wir wissen nicht genau, an welchem Tag, aber dieses Jahr im Dezember. Project Playtime ist eine Free-to-Play-Koop-Horror-Experience, Leute. Also, zwei Punkte. Koop, also es ist Multiplayer. Wahrscheinlich nicht, wo man gegeneinander spielt, sondern wahrscheinlich Koop, also eine Koop-Horror-Experience. Wahrscheinlich spielen wir mit zwei oder drei Spielern, vielleicht auch zu viert. Ich schätze mal, zu zweit ist meine Vermutung. Und wir müssen irgendwas in der Playtime Corporation machen. Vielleicht irgendein neues Level, irgendein neuer Bereich, in dem wir entkommen müssen gegen die Monster in der Playtime Corporation, irgendwas machen müssen. Sowas die Richtung. Und es ist free to play. Jedes Kapitel hat bis jetzt Geld gekostet. Dieses Spiel komplett kostenlos, Leute. Und weiter steht jetzt hier eine Free-to-Play-Koop-Horror-Experience, wo wir und unsere Freunde versuchen müssen zu überleben, wo wir die unaussprechbaren Horror überleben müssen. Und da hört der Text auch schon auf. Wir werden das Bild, was wir in dem Twitter-Post bekommen haben, gleich nochmal ganz genau analysieren. Aber hier hat einer der Entwickler noch was Zusätzliches geschrieben. Er hat nämlich gesagt, dass jedes Kapitel natürlich ziemlich lange dauert zu entwickeln. Haben wir ja mittlerweile festgestellt, von Kapitel 1 zu Kapitel 2 hat es ziemlich lange gedauert. Kapitel 3 kriegen wir erst nächstes Jahr. Und viele haben natürlich gehofft, yo, wir kriegen eine Halloween-Ankündigung. Hoffentlich ist es was zu Kapitel 3. Und er erklärt uns jetzt hier, jedes Kapitel dauert natürlich eine Weile. Die wollen die Kapitel so gut machen wie möglich. Und die haben jetzt schon länger an diesem Multiplayer-Projekt gearbeitet, an diesem Koop-Projekt, was jetzt zwischen den Kapiteln rauskommt, damit wir neue Sachen haben, die wir in der Playtime Corporation entdecken können. Und ein cooles Game, was wir jetzt im Multiplayer spielen können, um noch mehr in der Playtime Corporation zu machen. Und ich finde, das ist gleichzeitig noch ein Hinweis, weil ich denke mal, Poppy Playtime wird bei Kapitel 3 nicht aufhören. Das sage ich ja schon von Anfang an. Ich denke, wir werden so 5 Kapitel haben. Ich denke, mit Kapitel 5 wird das Game dann irgendwann enden. Das ist meine Theorie. Wenn wir jetzt hier ein Koop-Game haben, was Free-to-Play ist, was Project Playtime heißt, ist es meiner Meinung nach ein ziemlich guter Hinweis darauf, dass wir immer zwischen den Kapiteln für das Game auch Updates kriegen werden, ja? Es wird irgend so, und vielleicht wird es sogar so Escape Room-mäßig wie The Glitched Attraction. Es hieß ja eine Koop-Horror-Experience. Könnte so Escape Room-mäßig sein, und dass wir dann immer irgendwelche Updates kriegen zwischen den Kapiteln, damit wir quasi was zu tun haben, während wir auf die neuen Kapitel warten, was ich eine ziemlich coole Idee finde. Aber schauen wir uns jetzt erstmal das Bild, was wir im Post bekommen haben, genau an. Wir haben hier oben in der Mitte stehen Project Playtime, Dezember 2022. Also nochmal die Bestätigung, es kommt auf jeden Fall dieses Jahr im Dezember. Wenn ihr das Video gerade schaut, ist der 1. November, das heißt in vielleicht schon 4 Wochen können wir das Game schon spielen. Und wir sehen hier ganz viele Grab-Packs, die hier rumliegen. Ein Grab-Pack liegt auf dem Boden, das hat irgendwie so Risse drinne, als wäre das schon ziemlich kaputt, schon ziemlich mitgenommen, plus Blut auf dem Boden. Und es hängen extrem viele Grab-Packs von der Decke. Alle sind irgendwie mit Blut beschmiert, was auf jeden Fall kein gutes Zeichen ist. Ansonsten haben wir hier sehr wenige Hinweise darauf, worum es hier gehen soll. Wir schauen uns das Bild gleich nochmal in einer helleren Version an, dann sieht man etwas mehr. Ich glaube kaum, dass jedes Grab-Pack einen Spieler symbolisiert. Ich denke, das Game ist Koop. Wie gesagt, 2 Spieler, 3 Spieler, höchstens 4 Spieler. Ich glaube kaum, dass es mit noch mehr Leuten gespielt wird. Ich tendiere sogar eher dazu, dass es wirklich nur zu zweit ist, weil Koop 2 Spieler, 3 Spieler ist meistens so. Mehr meistens nicht. Aber ansonsten haben wir jetzt hier in der Variante vom Bild kaum Hinweise. Wir sehen direkt in der Mitte noch einen Code. 159.223.135.
6. Wir haben auch den offiziellen Hinweis bekommen, dass wir mit diesem Code noch mehr Informationen rausfinden können. Es ist jetzt schon, als ich das Video jetzt gerade mache, ist es circa 10 Stunden her, dass wir dieses Bild bekommen haben. Es hat noch niemand rausgefunden, wofür dieser Code ist. Irgendwer hat ihn scheinbar als Koordinate benutzt. Dann führt er zu einem Friedhof. Aber die Entwickler haben schon gesagt, yo, er führt auf keinen Fall zu einem Friedhof. Nicht, dass jemand zu dem Friedhof geht. Die haben gesagt, kann man alles online rausfinden, was wir finden wollen. Es sind keine Koordinaten. Vermutlich ist es eine IP-Adresse, aber noch hat keiner rausgefunden, wofür dieser Code ist. Wenn wir es rausfinden, werdet ihr es natürlich hier auf dem Kanal erfahren, Leute. Wir schauen uns jetzt das Bild nochmal in einer helleren Variante an. Dann kann man noch ein paar mehr Sachen erkennen. So, hier haben wir eine etwas aufgehellte Variante. Wir sehen natürlich die gleichen Sachen wie vorher. Wir sehen ungefähr rechts in der Mitte vom Bild ist irgendwie so ein Schild, wo auf jeden Fall was draufsteht. Man kann aber nicht genau erkennen, was es ist. Und dann rechts ein bisschen weiter unten bei dem anderen Grabpack, was da liegt, sieht es so aus, als wäre da ein Kopf mit zwei leuchtenden Augen. Irgendwer hat schon geschrieben, jo, das ist bestimmt von PJ Pagapilla. Ne? Der hat ja auch irgendwie wie so Antennen auf dem Kopf. Könnte sein. Finde ich, sieht nicht so aus. Also wirklich schwer hier auf dem Bild irgendwas zu erkennen. Wir sehen links noch irgendwie Müllsäcke oder sowas. Müllsäcke mit einem ganz komischen Logo drauf. Ist auf jeden Fall nicht das Playtime-Logo. Ich denke, alles hat hier irgendwo eine Relevanz. Hier werden immer Hinweise in den Bildern versteckt, das wissen wir. Aber man sieht hier wirklich, wirklich, wirklich wenig. Aber das ist trotzdem noch nicht alles, was wir haben, Leute. Denn auch so ein Brief hier ist aufgetaucht vom 15. Juli 1991. Wir wissen jetzt natürlich nicht genau, in welcher Timeline sich dieser Brief befindet. Wir wissen nicht genau, wann Poppy Playtime stattfindet. Wir wissen nicht, wann die Fabrik verlassen wurde. Also ein bisschen schwer zu deuten, wo genau dieser Brief stattfindet. Aber hier steht drinne: Hallo Mama, ich vermisse dich so sehr. Es ist so lange her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Und jetzt wünsche ich mir noch mehr als je zuvor, dass wir mehr gesprochen hätten. Ich habe ein paar Neuigkeiten, die dir nicht gefallen werden. Ich werde für sehr lange Zeit weggehen und vielleicht sehe ich dich nie wieder. Ich will dir das nicht antun. Und ich weiß, wie sehr dir das dein Herz brechen wird, aber ich habe keine Wahl. Etwas Schlimmes ist passiert. Ich will dir darüber erzählen, aber ich kann es nicht. Sie haben Augen und Ohren überall. Für deine eigene Sicherheit, such nicht nach mir. Bleib weg von der Fabrik. Sie dürfen nicht wissen, was du weißt. Falls sie dich kriegen, wird alles, was ich getan habe, umsonst gewesen sein. Geh an meinen Computer, benutz das hier. Hier haben wir nochmal den Code 159.223.135.6. Wir wissen also, dass wir es irgendwie am Computer online benutzen können. Ich musste alles vergraben. Es sieht vielleicht so aus, als wäre es nicht da, aber es ist da. Hier ist nochmal der Hinweis, ich musste es vergraben. Wie gesagt, irgendwer hat es als Koordinaten benutzt, es hat zu einem Friedhof geführt, wurde aber direkt gesagt, yo, Leute, fahrt nicht zu einem Friedhof, das ist falsch. Also mal schauen, wofür der Code wirklich ist. Du musst gut suchen. Du wirst Dinge sehen, die dir Angst machen, aber du musst weitersuchen. Es stehen Leben auf dem Spiel. Menschen werden sterben. Sobald wie möglich, nimm alles, was du findest und geh zur Polizei. Das muss aufhören. Ich liebe dich und ich hoffe, du kannst mir vergeben. Also hier, das ist scheinbar von einem Mitarbeiter von der Playtime Corporation, einen Brief, den er an seine Mutter geschrieben hat. Ich denke mal, dass es vor den ganzen Zwischenfällen ist, denn wir wissen ja, dass alle Mitarbeiter verschwunden sind und er wusste scheinbar schon, dass er oder sie, wir wissen nicht, ob es Mann oder Frau ist, der hier schreibt, aber wie auch immer, er oder sie wusste schon, dass sie verschwinden werden, die Mitarbeiter, dass da irgendwas schieflaufen wird, dass da irgendwelche bösen Machenschaften am Werk sind in der Playtime Corporation. Derjenige hat seine Mutter gewarnt und ihr einen Hinweis gegeben, wie sie das alles aufdecken und das beenden kann. Hat wahrscheinlich nicht funktioniert, denn die Fabrik wurde verlassen. Wir haben jetzt Mutantenmonster da, die alles jagen, was da reinkommt. Also, wahrscheinlich hat das alles nicht so hingehauen. Aber ich denke, wenn wir das Rätsel mit dem Code knacken, werden wir noch ein paar Hinweise zur Playtime Corporation kriegen, was da wirklich los ist. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, irgendwer knackt das. Ich kann es garantiert nicht knacken. Das wird nichts. Aber Leute, ich bin echt gespannt, was wir in Project Playtime so rausfinden werden. Ob da vielleicht auch neue Story-Hinweise drin versteckt sind und generell, was das Gameplay sein wird. Ich hoffe, wir kriegen noch mehr Teaser, vielleicht noch einen richtigen Trailer, was wir dann wirklich da machen müssen, was wir koop-technisch machen können. Weil wir haben jetzt gar nichts. Wir haben nur
nur dieses Bild, Leute, ne? Wir haben kein Gameplay, wir haben nichts. Wir haben nur dieses Bild und die Info, dass es seit 6 Monaten in Entwicklung ist schon. Also das ist nichts, was die sich jetzt letzte Woche ausgedacht haben. So, hey, und die haben es sich ja auch nicht einfach so aus Scheiß einfallen lassen, weil das Game ist free to play. Die verdienen nicht mal was da dran. Also ich bin echt gespannt, was wir da kriegen im Dezember. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt, wie ihr vielleicht die Info im Brief deutet und wofür vielleicht der Code sein könnte. Ich bin gespannt auf eure Ideen und wir sehen uns gerne im nächsten Video. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit ihr es nicht verpasst, wenn wir Project Playtime hier spielen. Und wir sehen uns natürlich gern im nächsten Video, Leute, oder im nächsten Stream. Macht's gut und bis dahin.